Ich habe vor etwa 2,5 Monaten ein erstes Treffen gehabt mit einem ukrainischen Künstler, der in Berlin lebt, Juri Ledermann. Habe danach Kontakt aufgenommen zu jungen Künstlern in Kiew, mit denen er schon in Kontakt war. Habe dann eine Reihe von Skype-Interviews geführt und bin Anfang Mai nach Kiew gefahren, habe mir dort nochmal konkret in den Ateliers Arbeiten angeschaut. Und dann haben wir den Transport organisiert und die Ausstellung gestaltet. Communities with the right to self-governance were known as communes. Some city communities, for example, were accorded a privilege. They were sometimes fitted with additional forms of defense, so-called barricades. Es gibt also einige Künstler aus einer jüngeren Generation, die eben sehr politisch engagiert auch ist. Die Künstler kommen aus verschiedenen Regionen, einmal aus Kiew und dann aber eben auch aus Kharkiv. Das war mir wichtig, dass auch beides vertreten ist. Dann haben wir Künstler auch verschiedener Generationen in der Ausstellung. Dazu zählt einer unserer ehemaligen Gäste des Berliner Künstlerprogramms des CAD, Boris Mikhailov. Von ihm zeigen wir eine Arbeit von 1994, also aus den ersten Jahren der Unabhängigkeit. Oder auch Juri Ledermann, der in den 90er Jahren eben auch schon sehr bekannt war. Dann haben wir Künstler, die einerseits eine sehr persönliche Sicht auf die Dinge zeigen und andere, die vielleicht schon eine größere Distanz zu den Geschehnissen auch einnehmen und analytischer arbeiten. People were constantly in the community busy with their everyday work. Sometimes they were good. And was an important ritual in medieval cities. The enemy could decide to storm the city. Ich denke, für die Besucher vor Ort wird aus dieser Ausstellung deutlich werden, dass das politische Engagement der Künstler in der Ukraine nicht erst jetzt beim Maidan entstanden ist, sondern dass es schon eine sehr viel längere Vorgeschichte hat. Die Ausstellung kann auf jeden Fall auch leisten, die persönliche Innenperspektive von ukrainischen Künstlern hier zu zeigen. Und auch die Vielfalt der regionalen Besonderheiten aufzuzeigen. Often kings and bearers and major food outlaws would become involved in this struggle. People are interested in where this